Hallo und herzlich willkommen zu meinem Reaktionsspiel, einem ESP32-Projekt. Zunächst einmal erkläre ich euch, wie mein Spiel überhaupt funktioniert. Sobald man die gelbe Taste drückt, startet das Spiel. Daraufhin werden erstmal alle LEDs ausgeschaltet. Dann wird durch ein Zufallsprinzip eine LED angeschaltet und man muss versuchen, innerhalb der Zeit, in der die LED leuchtet, den Knopf zu drücken. Am besten demonstriere ich euch das einfach mal. Sobald ich einen Punkt bekommen habe, wird oben am Display immer die Summe um 1 erhöht, sodass man jederzeit draufschauen kann, wie viele Punkte man aktuell nun bekommen hat. Im Laufe der Zeit leuchten die LEDs immer kürzer auf, sodass das Spiel ein bisschen schwieriger wird. Nach einer bestimmten Anzahl an Runden, in meinem Fall sind es jetzt 70, wird dann nun das Ergebnis ausgegeben. Hier sieht man einmal den Schaltplan meines Reaktionsspiels nochmal ein bisschen ordentlicher aufgezeichnet. Die ganzen lilanen Kabel, die man hier sehen kann, und der Potentiometer gehört zu meinem Display dazu. Im Normalfall gibt es dafür aber auch einen Adapter, womit man dann nur noch vier Kabel hat für den ESP und der Potentiometer ist schon mit integriert. Das eigentlich Wichtigste an meinem Spiel sind allerdings die LEDs und die Taster. Ich habe hier viermal das gleiche für die rote, gelbe, blaue und grüne LED. Der einzige Unterschied ist, dass hier dieser Vorwiderstand von der blauen einfach ein anderer ist, nämlich 1,3 Kiloohm, als von den restlichen mit 330 Ohm. Das liegt einfach daran, dass die blaue LED deutlich heller leuchtet als die anderen und in den Augen sehr unangenehm ist, wenn ich sie nur mit 330 Ohm betreiben würde. Ich erkläre euch nun anhand der grünen LED hier, wie meine Schaltung denn ungefähr funktioniert. Zunächst einmal haben wir hier einen Output und über dieses Kabel hier und über diesen Widerstand wird die LED dann betrieben. Der Knopf an sich ist so aufgebaut. Hier wird Strom hineingeflossen und sobald der Knopf gedrückt wird, wird er hier über dieses leitend, also sozusagen Kreuz, über leitend, sodass hier Strom herankommt und einen Inputwert an den ESP32 ausgibt. Die 5 Kiloohm sind nur dazu da, damit es keinen Kurzschluss gibt. Das hier ist nun das Programm zu meinem Reaktionsspiel für den ESP32. Der obere Teil mit dem Void Setup ist für die Erstinitialisierung des Programms. Und der untere Teil mit dem Void Loop hier ist für den eigentlichen Ablauf des Programmes. Das ist nun die Erstinitialisierung meines Programmes. Hier wird hauptsächlich die PIN-Belegung definiert. Zunächst einmal habe ich die Bibliothek für das Display eingebunden und danach dem ESP32 gesagt, welche seiner Pins für das Display sind. Danach geht es ins Void Setup. Mit LCD.Begin wird das Display gestartet. Die 16 und die 2 sind dabei Standardwerte, die auf das Displaymodell bezogen sind. Als nächstes gibt das Display das, was in den Klammern und zwischen den Anführungszeichen steht, aus. Also in dem Fall das Hallo mit dem Ausrufezeichen. Nun werden noch die Inputs und Outputs für die jeweiligen LEDs und ihren Tastern einzeln für jede Farbe definiert. Also einmal für Grün, Blau, Gelb und Rot. Nun komme ich zum zweiten Teil meines Programmes, und zwar dem eigentlichen Ablauf des Reaktionsspiels. Zunächst einmal habe ich zwei globale Variablen definiert. Einmal die Zeit und einmal mit die Summe. Mit Zeit ist die Dauer des Aufleuchten einer einzelnen LED gemeint und mit Summe die Endsumme aller Punkte. Dann in dem Void Loop Programm selber. Zunächst einmal setze ich die Zeit auf 700, die Runden auf 70 und i gleich 0. I wird dann später für hier unten gebraucht für die Weilschleife. Dazu komme ich aber später noch. Danach geht das Programm in die Startsequenz hinein. Hier ist die Funktion Startsequenz zu sehen. Zunächst einmal gebe ich auf dem Display in der zweiten Zeile, die ich hier definiert habe, aus, dass man Gelb zum Start drücken soll. Einfach damit der Benutzer weiß, was er zu tun hat. Daraufhin schalte ich alle vier LEDs an und dann geht es in eine Wildschleife hinein. Alle 15 Millisekunden wird gefragt, ob man die gelbe Taste nun gedrückt hat. Falls die gelbe Taste gedrückt wurde, geht die Schleife hier in diese Bedingung hinein und mit Hilfe des Breakers aus der Wildschleife wieder hinaus. Danach werden noch alle LEDs wieder ausgeschaltet und danach geht es zurück ins Hauptprogramm. Zunächst einmal wird das Display komplett gelöscht und danach los drauf geschrieben, dass der Benutzer weiß, dass das Spiel nun losgeht. Dabei setze ich auch noch die Summe auf 0. Nun wird noch 2 Sekunden lang gewartet, ehe man die Wildschleife hier ausführt.
Die Wahlschleife läuft insgesamt 70 Runden lang und in der Wahlschleife selbst wird zunächst einmal das Hauptspiel aktiv. Das Hauptspiel ist sozusagen das Herzstück meines Programmes. Zunächst einmal habe ich zwei Variablen definiert, einmal die LED-Wahl und einmal die Punkte. Zunächst einmal wird die LED-Wahl mithilfe einer Zufallszahl bestimmt. Diese kann 0, 1, 2 oder 3 sein. Je nachdem, auf welche Zahl es gefallen ist, wird die Funktion nun in eine dieser vier Bedingungen hineingehen. Was auffällt ist, dass alle vier If-Bedingungen beinahe gleich aussehen. Das Einzige, worin sie sich unterscheiden, sind diese Werte hier hinten. Und das liegt daran, dass einmal Input und Output in die Funktion LED mitgegeben werden. Die Funktion LED liefert dann am Ende einen Wert zurück, entweder True oder False, sodass das Programm weiß, ob man nun einen Punkt ergattert hat oder nicht. Schauen wir uns die Funktion LED doch einmal genauer an. Wie vorhin schon gesagt, gibt es hier einen Bool-Wert zurück, also ein True oder ein False. Zunächst einmal habe ich, wie sonst auch, einfach ein paar Variablen definiert. Einmal die Eingabe und die Punkte. Als nächstes wird zunächst einmal die entsprechende LED auf angesetzt und danach eine Wahlschleife abgefragt, ob der entsprechende Knopf gedrückt wurde. Falls der entsprechende Knopf gedrückt wurde, gehen die Punkte auf True. Ansonsten sind die Punkte auf False. Danach wird die LED wieder ausgeschaltet und der Wert True oder False wird zurückgegeben. Wenn die Abfrage erfolgt ist, geht die Funktion noch ein kleines bisschen weiter. Und zwar dieser Teil hier. In diesem Teil wird abgefragt, ob man denn nun einen Punkt bekommen hat. Falls man hier oben einen Punkt bekommen hat, so geht die Funktion noch hier hinein. Die Summe aller insgesamt erhaltenen Punkte wird um 1 erhöht, der Display wird einmal komplett gelöscht und es wird Summe Doppelpunkt mit der jeweilig bisher erreichten Summe draufgeschrieben. Falls man jedoch keinen Punkt bekommen hat, wird diese komplette Funktion hier übersprungen. Zurück zum Void Loop. Wie vorhin schon gesagt, wird das Hauptspiel insgesamt 70 Mal ausgeführt. Und um das Spiel ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir doch gedacht, man könnte im Laufe des Spiels einfach die Zeit ein bisschen verkürzen. Demnach werden nach 5 Runden die Zeit von 700 auf 500 Millisekunden gesetzt. Nach 13 Runden auf 400, nach 25 Runden auf 330 Millisekunden und so weiter. Am Ende wird noch der Endpunktstand preisgegeben. Zunächst einmal habe ich auf dem Display in der oberen Zeile den Cursor auf Position 11 gesetzt. Dort habe ich dann einen Slash hingetan und gleich nebendran die eigentliche Anzahl der insgesamten Runden, die möglich sind. Damit ist mein Spiel eigentlich zu Ende. Da das Ganze aber eine dauerhafte Schleife ist, wird hier einfach 3 Sekunden lang gewartet und das Spiel beginnt wieder von 9. Die Zeit wird wieder auf 700 gesetzt, später dann nach der Startsequenz die Summe auf 0, die Runden sind wieder 70 und I ist auch gleich wieder 0. Danach geht das Spiel wieder in die Startsequenz hinein und falls man erneut spielen möchte, kann man wieder den gelben Knopf drücken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal ein Like da.